Die Erfindung, über die wir erzählen möchten, gibt es in jedem Schrank. Egal ob Skinny, Baggy, Slimfit oder Regular, wir alle haben einen Lieblingsjeans. Sie kommen nie aus der Mode. Weltweit gehen jede Sekunde etwa 60 Stück davon über die Landboutique. Das sind 1,8 Milliarden verkaufte Jeans im Jahr. Jeans sind zwar auf der ganzen Welt bekannt, aber die wenigsten wissen, wie sie entstanden sind. Die Geschichte begann wie im Märchen in der kleinen Stadt Buttenheim, die zwischen Nürnberg und Bamberg liegt, wohnte ein junger Mann. Sein Name war Levi Strauss. Er war von Beruf Schneider. Eines Tages beschloss er, in der neuen Welt sein Glück zu machen. 1847 fuhr er zusammen mit seiner Mutter und seinen Geschwistern mit dem Schiff nach Amerika. In dieser Zeit herrschte im Westen Amerikas das Goldfieber. Tausende Menschen zogen dorthin, um nach Gold zu suchen. Aber Levi Strauss war nicht nach Amerika gekommen, um nach Gold zu suchen. Er träumte davon, Händler zu werden und ein eigenes Geschäft zu eröffnen. Eines Tages kaufte er ein großes Stück festen Stoff und wollte daraus Zelte für Goldgräber nähen und verkaufen. Aber die Goldgräber brauchten die haltbaren Arbeitshosen und Levi nähte aus dem Stoff Hosen, die er Halb-Overalls nannte. Das war genau das Richtige für harte Männer. Alle wollten nun seine Hose kaufen. Diesen Stoff färbte er blau ein, denn blau war die traditionelle Farbe der Arbeitskleidung. Um Hosentaschen zu festigen, verwendete Levi an seinen Hosen Nieten. 1890 gründete Strauss seine eigene Jeansfabrik. 1902 starb der Schneider aus Buttenheim in Amerika, aber seine Hosen machten weiterhin eine tolle Karriere. Sie wurden bekannt auf der ganzen Welt und sie sind es bis heute geblieben. Kein anderes Kleidungsstück war und ist so erfolgreich wie die Jeans.